Hallo und herzlich willkommen bei Japan Connect. Mein Name ist Fabienne Hofer-Uji und hier auf diesem Kanal erhält ihr Tipps zur japanischen Sprache und japanischen Kultur. Auf Wunsch von einem Freund von Instagram dreht sich hier alles ums Essen oder besser gesagt um Essstäbchen, wie man sie richtig benutzt und was man besser lassen sollte, wenn man in Japan ist. Viel Spaß, los geht's, ikimashou! Hinweis Nummer 1. Wenn ihr die Essstäbchen kurz aus der Hand legen möchtet, dann legt sie nicht auf die Schüssel, sondern auf das Hashioki, auf dieses kleine Bänkchen, das man normalerweise im Restaurant bekommt. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist, wenn ihr zu Hause Japanisch kocht und japanische Freunde zu euch zum Essen einlädt. Und zwar stellt sich dann die Frage, wo liegen die Stäbchen? Das heißt, wenn ihr eine Schüssel mit Reis oder Miso-Suppe habt, dann sollten die Essstäbchen davor liegen. Das heißt, sie liegen zwischen der Person und der Schüssel und sie liegen parallel zum Tisch. Das heißt, sie liegen nicht so wie ein Messer oder eine Gabel, denn das wäre sehr unhöflich. Weshalb? Denn wenn ich die Essstäbchen so hinlege wie ein Messer oder eine Gabel, dann zeigt die Spitze auf eine andere Person. Und da sind wir eigentlich auch schon bei Punkt 3 angelangt. Was man unterlassen sollte, das ist nämlich mit den Essstäbchen auf eine Person zeigen. Das heißt, sowohl wenn ihr die Essstäbchen in der Hand hält, aber auch wenn sie nur auf dem Tisch liegen, sollten sie nicht auf eine Person zeigen. Deshalb legt sie so vor euch hin. Ja, wir sind schon bei Tipp Nummer 4. Und zwar solltet ihr die Essstäbchen nicht so vertikal in den Reis stecken. Weshalb? Wenn ihr die Essstäbchen so in den Reis steckt, dann erinnert das an eine Schale mit Räucherstäbchen. Also in einem Tempel oder in einem Schrein zu Hause hat man oft eine Schale und in diese Schale steckt man die Räucherstäbchen und um die Räucherstäbchen drumherum ist dann die Asche. Und das benutzt man, wenn man für verstorbene Personen betet. Deshalb ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wenn ihr in Japan seid, aber auch in China oder in Taiwan, dass ihr die Essstäbchen auf keinen Fall in den Reis steckt. Hinweis Nummer 5 ist, wenn ihr seht, dass jemand von einer Speise zu wenig hat und ihr der Person gerne etwas davon abgeben möchtet. In dem Fall könnt ihr eure Stäbchen nehmen und der Person direkt etwas in den Teller legen oder in die Schüssel legen. Was ihr aber auf keinen Fall tun solltet, ist, dass ihr etwas mit den Stäbchen packt und es in der Luft der Person übergibt. Das heißt, es wird etwas so übergeben. Weshalb sollte man das nicht tun? Auch hier hängt das wieder mit der Trauerzeremonie in Japan zusammen. Und zwar, wenn eine Person verstorben ist, dann zündet man Räucherstäbchen an und die werden dann von einer Person an die nächste übergeben. Und dieses Ritual des Übergebens von einer Person an die nächste kommt einem halt in den Sinn, wenn man sieht, dass sich Leute etwas in der Luft übergeben. Tipp Nummer 6 ist, nicht mit den Essstäbchen etwas aufstecken. Tipp Nummer 7, 8, 9 und 10 sind Sachen, die man in Japan nicht macht, in Europa aber auch nicht wirklich gemacht werden. Das heißt, in diesen Punkten unterscheiden sich Japan und Europa nicht wirklich so sehr. Tipp Nummer 7 ist etwas mit den Essstäbchen zu sich ziehen. Das heißt, wenn ihr eine kleine Schüssel habt mit, sagen wir, grünen Bohnen da drin, dann solltet ihr nicht die Stäbchen nehmen und die Schüssel zu euch ziehen. Nummer 8 ist, man sollte nicht auswählen oder in ein Gericht rumrühren. Das heißt, normalerweise ist das ja bei uns auch nicht wirklich gern gesehen, dass wenn ich zum Beispiel die Salatschüssel bekomme und dann nehme ich meine Gabel und dann sehe ich mir so, ich möchte nur die Tomate hier oder nur das Stück Gurke hier, aber den Rest, diese Blätter mag ich nicht. Nummer 9 ist, die Essstäbchen abzulecken. Bei uns ist es ja auch nicht üblich, das Messer oder die Gabel oder den Teller abzulecken. Das zeugt auch nicht von einem guten Benehmen. Ja, und dann noch, last but not least, ihr solltet mit den Essstäbchen nicht spielen. Also ihr solltet sie nicht nehmen und zum Beispiel auf die Schüssel klopfen. Ja, das waren schon die 10 Tipps. Ich möchte aber noch einen Punkt hinzufügen, und zwar, wenn ihr in Japan seid und in einem formellen Rahmen essen geht, wie ihr euch etwas schöpft. Denn normalerweise ist es ja so, dass wenn man japanisch isst, dass es viele kleine Gerichte gibt und jeder nimmt sich dann etwas von jedem Gericht. Am besten ist es, wenn ihr seht, dass es zu einem Gericht einen Löffel gibt oder dass da Essstäbchen bereit liegen, dann nehmt diese Stäbchen, schöpft euch etwas auf euren Teller und dann nehmt ihr eure eigenen Stäbchen in die Hand, um davon zu essen. Jetzt, was macht man, wenn es keine Essstäbchen für das Gericht gibt? Eine Möglichkeit ist, ihr benutzt eure eigenen Essstäbchen. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn ihr die Essstäbchen so haltet, dass
der dünne Teil, dass ihr euch den in den Mund steckt. Und dann sagt man, ja, okay, das war in dem Mund von einer anderen Person, das ist nicht sehr hygienisch, wenn ich diesen Teil brauche, um mir dann was zu schnappen von einem kleinen Teller und die anderen Leute nehmen auch was davon. Was man in diesem Fall tun kann, ist, man wechselt die Richtung der Essstäbchen. Das heißt, man benutzt den dicken Teil und holt sich mit dem etwas und dann ändert man wieder die Richtung der Stäbchen und ist es ganz normal. Das Problem ist, dass es diesbezüglich auch eine Kontroverse gibt, dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber der dicke Teil, der liegt hier in deiner Hand. Das heißt, der ist auch nicht wirklich sauber, das ist auch nicht wirklich hygienisch. Ja, das lässt uns natürlich mit der Frage, ja, was sollen wir dann tun? Also am besten ist es, wenn es wirklich keine extra Stäbchen gibt, dass ihr den Kellner oder die Kellnerin fragt, ob sie euch nicht zusätzlich Stäbchen dafür bringen können. Das waren die 10 Tipps. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann seht doch in der Beschreibung nach. Ich habe euch da ein Video verlinkt. Das ist ein Video von einer japanischen Komödiantengruppe mit englischem Untertitel. Und die zeigen, was man alles Fantastisches mit den Stäbchen machen kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch den Kanal abonniert. Dann bleibt ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video zur japanischen Sprache und japanischen Kultur hochlade. Bis dahin, tschüss, matane, bye bye.